Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 2. Ja, Boss Sulik, starre ich schon wieder so an. Wir starren einfach zurück und wir werden uns in dieser Folge oder in dieser und vielleicht auch in den folgenden Folgen ein klein wenig um den Luftfilter in der Mine kümmern. Und ich habe Folgendes vor. Ich würde ganz gerne ihn hier, wo ist er denn? Da, ja, der Typ da im Dunklen. Um den würde ich mir ganz gerne kümmern. Insofern, als dass wir uns den einverleiben. Ja, das heißt, ich werde mich wohl oder übel von dem guten, lieben Vic verabschieden, weil ich glaube nicht, dass wir noch eine weitere Person in unsere Reihen mit aufnehmen können. Und vor allen Dingen ist mir das Ganze hier ein bisschen zu dunkel. Pip-Boy, sag mal was, wie spät ist es denn? 23.32 Uhr? Ich würde sagen, wir hauen uns mal bis 8 Uhr auf Ohren. So, dann ist das hier ein bisschen heller. Achso, ja, das sind die mit der Karawane. Und so weiter und so fort. Wobei, ich glaube, die Karawane, sollte man das machen, bringt ein bisschen Geld, aber Geld ist eigentlich nicht so unser Problem. Ich guck mal, vielleicht irgendwie, dass ich immer noch ganz kurz zwischendurch dafür. Es greift nach mir, oh Gott. Arme Zwerg. Was ist da oben los? Ja, wenn du wüsstest. Das muss vielleicht mal so ganz kurz, vielleicht mal so eine Karawane, so probehalber mal antun. Ja, sorry, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Ist nicht mal ganz so schlimm, aber naja, ihr hört es vielleicht. Hilfe! Würde ja gerne helfen, nur die Möglichkeit lässt dieses Spiel nicht zu. Gut, hallo Markus. Willst du sonst noch was? Ja, willst du mit mir reisen? Willst du mit mir gehen? Willst du Schatten verstehen? Zu viele Leute. Vom Reisen mit einer ganzen Horde habe ich genug. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ich sage erstmal Tschüss. Ansonsten müssten wir nochmal laden. Oh mein Gott. Warlocks. Folgendes. Ich kann ihn ja nochmal ansprechen. Willst du mit mir reisen? Also die Option an sich wird auf jeden Fall noch, ich sag erstmal Tschüss, angeboten. So, das Ganze muss ja jetzt erstmal genauestens und so, ne, vorbereitet werden und so weiter und so fort. Und mal hier alle zum Auto-Tü-Tüt, weil ich muss jetzt ein paar Sachen von links nach rechts verschieben. So, alles klar. Einmal, achso, erstmal hier direkt ran ans Auto-Inventar. Muss mal den Kofferraum hier vollstopfen. Die Minenteile, die halten wir mal fest. Die Splittergranate, ja, Gott, auch. Was ist das? Zettel von Francis, lasse ich auch mal drin. So, alles andere erstmal, was. Stellen brauche ich, glaube ich, hier nicht. Das andere stupfe ich erstmal hier rein. Das sind die Energiezellen. So, Rinder. Ach, das ist das Sprachmodul, genau. Mal schnell. Ihr wisst schon, Volt 15 lässt grüßen. Das wird unser nächstes Ziel sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das Teil da rein, das Teil da rein. Die Klamotten hier rein, so. Auch alle. Hier die Splittergranate auch weg. Nein, auf der Mist. Weg damit. Gut, das wiegt jetzt nicht ganz so viel, aber jedes Grämmchen zählt. Und ich will nicht nachher irgendwie nur eine Kleinigkeit dann da stehen und sagen können, nee, geht nicht, weil bin ich genügend Platz oder vielmehr, ich kann nichts mehr tragen, so gewichtstechnisch. So, Geld und so weiter, das andere lasse ich alles. So, mein Freund, da kommst du ja schon angedacht. Hallo, Vic. Eine andere Strategie, Boss, ja.
Allerdings erstmal ab in die Kampfkontrollen. Nein, das war nicht richtig. Ich möchte mit ihm sprechen. So. Abstand? Nein. Ausrüstung, genau, das war der Punkt. Ich möchte, dass du deine Rüstung ablegst. Kann ich mir nicht noch was anderes anziehen, Boss? Ich bin etwas in Sorge. Da im Kern. Ausrüstung reden. Leg deine Waffe weg. So, gute Idee, Boss. Ja, das hat von eingetan. Okay. So, jetzt gehen wir auf Tauschen. Genau, das ist die tolle Metallrüstung Mark 2. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der ne, Markus die schon hat. Das Kampfgewehr, sehr gut. Wahrscheinlich wird er da entsprechend ausgerüstet sein. Ich gehe mal fast davon aus, aber sicher ist sicher. Ach, da hat er noch ein anderes Teilchen da, diese einfache. Dann das Teil, Munition, Granaten, nehmen wir alle. Dann auch alle. Ach ja, damit. So. So, das schieben wir erstmal rüber. Scheint noch zu gehen. Ja, komm, das lassen wir ihn. Die 6 Steampacks kommen, die sind auch, ne? Also, ich will ja ihm jetzt hier nicht alles abknüpfen. So, können wir mal sprechen? Der arme Kerl, tut mir leid, aber ja. So, nutze deine beste Waffe. Ich versuch's. Wie du willst. Keine Wieso. Also, dann machst du das Messer. Na gut, dann nutzt du nicht. Immerhin die Metallrüstung, die kann er sich anlegen. Sprechen. So, hörst du bitte auf mich? Ich muss dich was fragen. Wir müssen unseren Abstand ändern. Ich muss nur Ausrüstung reden. Du musst hier warten, bis ich zurück bin. Gut, genau, ich bleibe hier, bis du zurückkommst, Boss. Du kommst doch zurück, oder? Das wärst erstmal. Ja, der arme Kerl. So, wie sieht es hier inventartechnisch aus? 135. Oha, oha, oha. Ja. Gut, okay. Ich lasse das erstmal bei mir. Auch wenn ich die Sachen selber ja natürlich jetzt nicht verwenden möchte. Dafür kriege ich dich. Das könnte sein. Muss da erstmal rauskommen. So. Dann versuchen wir nochmal mit dem Kollegen. Willst du sonst noch was? Ja. Im Moment gibt es zu viel zu tun. Wenn sich die Lage etwas beruhigt, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Wieso zu viel zu tun? Hallo? Tschüss. Schade. Ich hätte gedacht, irgendwie, ich kriege den jetzt hier ran. Ja, das ist ja blöd. Ja gut, dann lade ich einfach nochmal. Ist das Ganze wieder rückgängig machen halt, ne? Das wäre jetzt einfach zu viel Zeit gewesen. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Ich, für mich persönlich spiele, wäre mir das jetzt egal gewesen, aber naja. Gut, wir wissen also, also prinzipiell, ja, er käme wohl mit, aber irgendwie noch nicht im Augenblick, warum auch immer. Haben wir denn noch irgendwelche, ich meine, gut, klar, wir haben doch das eine oder andere auf, so ist es ja nicht. Aber im Groben und Ganzen sind wir doch hier mit Broken Hills durch. So, nur noch hier die Sache mit dem Luftreiniger. Nun gut. Wenn das so sein soll, dann ist dem so. Ja, dann, Montau. Dann nochmal mit der alten Besetzung. Wo muss da hin? Ich glaube hier lang. Genau. Verrückt, genau jetzt. Tja. Das ist immer so. Die Dinge kommen immer dann ungünstig. Jetzt am wenigsten lohnt ist oder so. Ja, eigentlich also nie lohnt, aber ne, wenn man am wenigsten damit rechnet oder ne, am unvorbereitetsten ist, wie auch immer.
Gut, kurzer Kontrollblick, Aufnahme läuft, alles gut. Ja, Ton scheint auch zu funktionieren, das ist mal ganz gut. Wenn man zumindest das Spiel hört. Und ja, dann machen wir uns doch mal hier auf den Weg. Ach so, Moment, wo ich hier gerade das Feld sehe. Wir brauchen immer noch eine Schaufel, ne? Ich habe 100 Pro, die ich mal hatte. Die habe ich wahrscheinlich 100 Pro gegen irgendwas anderes getauscht oder verkauft oder so. Und bei dem Wagen war nichts. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hatte jetzt auch keine Schaufel dabei. Könnte es mit Cassidy versuchen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Was trägst du denn alles so Schönes mit dir rum? Immerhin Brecheisen. Aber Brecheisen ist keine Schaufel. Ne, keine Schaufel. Schade. Bei der Gelegenheit. Wir wissen ja, dass Cassidy mit seiner speziellen Einstellung immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat beim Kämpfen. Das ist in Ordnung. Du brauchst einen Druckverband. Ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Distanz danach ist alles okay. Das stimmt irgendwie nie. Ich würde mal sagen, bleib in meiner Nähe. Das ist der zweite Punkt, der nie stimmt. Und bitteschön, wenn schon, dann den stärksten. Alles andere ist wieder in Ordnung. Okay. Gut. Das war's schon für dich, mein Freund. Dann, ach, da kommt er angewackelt. Unser lieber, guter Sulik. Lass du wollen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob du vielleicht zufälligerweise eine Schaufel dabei hast. Ein Hammer. Ja gut, das ist sein Vorschlaghammer, den er ja eigentlich sonst immer benutzt als Lieblingswaffe. Raketen, die ich nicht gebrauchen kann. Auch ein Brecheisen. Und Gummistiefel. Super. Ja, klasse. Eigentlich gar nicht. Achso, das habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich 5 hat er noch. Normalerweise sehe ich mal so zu, dass sie so 6 Stück haben. Würde ich sagen. Ja, klar, alle. Den anderen ist wieder voll konzentriert hier. Bei der Sache. So, okay, da wollte ich eigentlich drauf drücken. Habe ich nur nicht gemacht. Gut, ich mal gerade dabei bin, das wäre es erstmal. Sorry, aber ich war auf andere Dinge fixiert. Wie sieht es mal dir aus, so Stimpack-technisch? Das reicht, das sollte erstmal reichen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, konnten wir mit diesen Leuten hier irgendwie reden? Was willst du? Was kann man hier alles unternehmen? Was man hier machen kann, also die Mine ist geschlossen worden, weil wir keinen funktionierenden Luftreiniger haben. Ich glaube, das haben wir alle schon mal hier durch, das ist schon alles durchgegangen. An wen kann ich mich wegen der Mine wenden? Das hatten wir ja auch schon mit dem Sayuz oder wie auch immer haben wir ja gesprochen. Ich sage erstmal nee. Okay, bis bald. Ja. Und ich denke mal, die werden uns mehr oder weniger alle das Gleiche erzählen. Wer bist du? Nur ein Minenarbeiter. Willst du mit jemandem sprechen, der hier was zu sagen hat? Ja, später vielleicht. Erstmal tschüss. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier in die Mine hinein. Was gibt's denn? Wie ist das denn? 1000 Erfahrungspunkte? Du hast einen neuen Level? Ach, oh. Ach, das habe ich. Ich habe gedacht, da wäre so ein Loch oder so, so sah das aus. Irgendwie gehst du mal hier so durch, aber das ist eigentlich nur ein Geheimgang. Oho. Eine Kiste, ein Typ, der auf dem Boden rumliegt. Interessant, der sich jetzt gerade hochrappelt. Er reibt sich verschlafen die Augen. Was? Hä? Wo bin ich? Wie lange habe ich geschlafen? Wer bist du? Ich bin Chuck Stotchgers. Der weltbeste Flugzeugpilot. Aha, okay. Nur leider bin ich abgestürzt. Ich bin in diese Höhle geklettert, um mich vor der Explosion zu schützen. Aber der Rauch hat mich überwältigt.
Das klingt ganz verdächtig nach der Einleitung zu einer trivialen Comic-Serie. Bitte was? Muss man den Namen irgendwie kennen? Irgendwie Chuck Stodgett sagt das jemandem irgendwas. Wahrscheinlich sowieso wieder falsch ausgesprochen. Mir sagt er jetzt ehrlich gesagt nichts, aber ich finde die Situation schon. Entschuldigung, die Situation schon wieder sehr, sehr lustig. Irgendwie wie Flugzeugpilot abgestürzt. Der ist irgendwie den gesamten Weltuntergang verpennt oder was? So, lieber. Tja, so ist das, nicht wahr? Ich muss los, um zu sehen, was sich alles auf der Welt verändert hat. Viel Glück, mein Freund. Für Sie auch, Herr Stodges. Ja, dann mach mal. Ist ja wohl nicht wahr. Und tschüss. Ja, der wird jetzt ein blaues Wunder erleben. Toll, wir haben Level Up. Ist auch nicht verkehrt. Jetzt haben wir ein hier schönes in der Kiste. Sind da auch irgendwelche lustigen Dinge zu entdecken? Wie ist das? Uranerz. Oh, da gibt es doch diese Raffinerie. Vielleicht können wir das irgendwie vernünftig verwurschteln. Oder hat sich ja doppelt jetzt gelohnt hier. Jetzt mal diesen Flugzeugpiloten. Hallo? Und dann noch so einen Klumpen Uranerz. Was gibt es denn hier sonst noch zu entdecken? Sonst noch irgendwas Lustiges, Witziges, Interessantes? Glaube aber nicht. Man sollte es auch nicht zu viel erwarten, aber das war jetzt schon eine gute Sache hier. So, ja. Level up. Moment. Vollkommen hier. Jetzt neben der Spur. Trefferpunkte 85 von 118. Ich bin krank. Irgendwie. Ah, Moment. Dieses Uran-Gedingse verursacht vielleicht Schäden, Strahlung oder so. Wäre das eine Möglichkeit? Weiß es jetzt nicht. Moment. Hier ist doch giftig. Verdammt. Moment. Folgendes. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ist man wieder raus. Stimmt doch. Das ist ja hier giftig. Erstmal raus mit den Leuten. Huha. Das hätte jetzt aber. Das hätte ins Auge gehen können. Nochmal hier Heilung. Eieiei. Nehm ich mal eben. Sorry, ich musste mich kurz räuspern, aber wir sind ja so eh noch damit beschäftigt, uns hier wieder zu heilen. Jesus. Ja, das kann jetzt lustig werden. Wenn da jetzt auch noch irgendwelche Gegner drin sind, mit denen man so nicht rechnet, dann Prost Mahlzeit. Die sind aber. Die müssen ganz schön angeknackt sein. Was hier so lange schon dauert. So, 11.03 Uhr. 12 Punkte. Mann. Das ist gar nicht dran gedacht. Erstmal hier alle sammeln. Ja, so, da geht's eh nicht weiter. So, meine Freunde, dann, Was du wollen? Warte hier, bis ich zurück bin. Kleines Nickerchen, sprechen mit Großvaterknochen, nicht gehen vor Ort. Ja, alles klar, das ist ja schön, das wär's erstmal. So, das Teil nehme ich direkt hier drauf. So. Auch hier bitteschön. Erstmal warten. Auch er wartet, bis wir zurückkommen und lege Schnürschuh. So. Und das wäre es auch erstmal. Ja, da würde ich sagen, speichern nochmal. Da müssten wir jetzt aber sehr schnell diesen Luftreiniger finden, damit diese Vergiftungsgefahr aus der Welt geschaffen ist. Natürlich die Frage, wo ist der? Ja, klar.
Sonst geht's euch gut. Hier sonst nichts zu tun. So, weg damit. Wie? Wo? Achso. Ist okay. Jo, Luftreiniger. Wo? Sieht man hier schon irgendwo was da vorne? Das ist, glaube ich, eine Fackel. Das Ganze ist ja sehr, sehr weitläufig. Klonk. Da klonkt irgendwas. Ich weiß nicht, ob man da hingehen sollte, wo es klonkt. Da sind irgendwelche Skelette zu sehen. Vielleicht noch hier nach, so mehr so in die rechte Umgebung hier so orientieren. Ich meine, noch geht's mir einigermaßen gut. Von wegen 15 Trefferpunkte, es geht rapid abwärts, würde ich mal eher sagen. Gut, dass wir gespeichert haben. Also kann durchaus sein, also die hohe Konzentration an Ameisen sagt mir jetzt im ersten Moment so, irgendwie ich könnte auf dem richtigen Weg sein. Ich glaube, ich muss da doch nochmal. Den Inhalt meiner Taschen ändern, wenn das mit den Hitpoints weiter so rapide runtergeht. Und das ist der Fall. Werde ich über Steampacks-Einsätze nachdenken müssen. Oh! Auch das noch. So. Okay, aber ist Inventar. Aber das mit dem Filter muss ich doch noch ein bisschen warten. Ist nix. Und durch. Dann werde ich mir erstmal einfach abreichen. Das muss auch reichen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Das war... Nee, da ist nichts. Jetzt bin ich auf irgendwelche Felsen abonniert, weil ich denke, irgendwie, ja, vielleicht doch nochmal irgendwie ein Geheimgang. Ja, das war jetzt irgendwie sehr, sehr lustig und überraschend. Tja. Technisch wie gewonnen, so zerronnen im Augenblick. Ja, wir haben ja gespeichert und sollte es im ersten Anlauf nicht klappen, dann hoffe ich in einem der nächsten. Jetzt sag mal nicht, das ist hier eine Sackgasse gewesen. Oh Mann. Das ist ja toll. Dann muss ich doch hier vorne lang. Nein. Im Grunde genommen halten die mich nur auf. Denn also richtige Gegner sind das nicht. Also sie machen schon Aua, wenn die zubeißen und so, ne? Also so auch nicht, aber sind jetzt nicht so die große Gefahr. Ja, die große Gefahr ist der Ort selber. So, ich hoffe ja, dass ich den. Na komm, beweg dich. So, was? Skorpione? Oh Gott. Ich sehe da nichts, was irgendwie wie ein Luftreiniger aussieht.
eine Maschine aussieht, wo ein Luftreiniger rein könnte, so rum. Ja. Aber vielleicht täuscht das ja auch. Da ist nix, hier ist nix. Da sind wieder irgendwelche Ameisen. Oh, und ich bin auf 40 runter. So, hier so auf die Schnelle. So, und dann noch ein hinterher. Das hat zwei. Hinterher, so. Eieieiei. Das waren wieder drei Stück. Die verbraten haben. Da sind irgendwelche Rohre. Das sieht sehr maschinenmäßig aus, was hier da auf uns zukommt. Das allerdings erstmal sehr ameisenmäßig. So, auch dieses Tierchen ist Geschichte. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Nicht, dass da irgendwie... Das sieht zwar im Augenblick so aus, aber... Doch, das scheint der Fall zu sein. Plonk, klack, das hört sich nach einer kaputten Maschine an. So. Komm, beweg dich. Mach hin. Immer noch im Kampfmodus. Raus da. So, jetzt aber. Inventar. Wieder mit dem Teil. Der Luftreiniger gibt komische, knarrende Geräusche von sich. Er scheint kaputt zu sein. Vielleicht brauchst du ein Ersatzteil. Dann versuche ich es doch mal mit diesem. Das hat auf Anwende, geht das? Du hast den Luftreiniger repariert. Du erhältst 1500 Erfahrungspunkte. Ja, Gott sei Dank, sehr gut. Achso, Moment mal, habe ich eigentlich die... immer noch meine Fähigkeitspunkte nicht verbraten, weil ich die Dinge gesehen habe. So, folgendes. Bevor ich die verbrate. Lass mal speichern. Der Luftreiniger funktioniert Gott sei Dank wieder. Dann Zoom. Sehr schön. Da bist du Heilung ausruhen. So, da bin ich wieder. Ich muss so kurz was trinken. Wir sind wieder voll am Start. Dann würde ich meine Leute erstmal dann gleich noch holen wollen. Vorher aber folgendes. 15 Fähigkeitspunkte können wir vergeben. Reden, reparieren, Wissenschaft. Ich würde mal sagen, ich investiere hier wieder in... Wissenschaft ein bisschen reparieren, reden. Moment, was war noch? Stehlen. Kommen wir auch noch mal ein bisschen mehr drauf. Kann nicht falsch sein. Und in den Einsatz der Dietriche, da schmeiß mal den letzten Rest rein. So, okay. Bin ich. Dann als Inventar. Ja, das hat natürlich jetzt eine Menge Stimpacks gekostet. Aber was will man machen? Und die Waffe nachladen. Und gibt es hier noch irgendein... Entschuldigung. Der Luftreiniger summt leise, erscheint voll funktionstüchtig zu sein. Das ist schön. Wir sehen hier eine große zweiköpfige Kuh bzw. deren Knochen, weitere Knochen. Sonst gibt es hier weiter nichts zu sehen. Und wie es so im Augenblick sich darstellt, ist ja auch alles wieder in Ordnung. Ich nehme jetzt im Augenblick keinen Schaden mehr. Dass der Luftreiniger funktioniert. So, dann werde ich jetzt noch meine Leute wieder einsammeln.
Und dann werden wir hier mal so ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Okay. Dieses und weiteres machen wir auf jeden Fall, aber erst in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt den Tag. Macht's gut.